Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 29. Mai 2018? Es dreht sich etwas. Es geht jetzt in eine andere Richtung. Entweder ist es heute schon sichtbar oder man spürt die Energie, dass etwas Neues kommt oder es geht in eine ganz andere Richtung. Wir werden von etwas verabschieden oder hinterlassen wir uns etwas und starten wir einen Neuanfang. Und dieser Schritt, dieser Übergang auf das Neues sollen wir begrüßen wie ein Tanz, mit Leichtigkeit, mit Eleganz. Und weil die Richtung ändert, vielleicht durch die Einflüsse von außen, brauchen wir auch Klarheit und auch klare Entscheidungen. Bei diesen Entscheidungen brauchen wir klare Gedanken. Und da empfehle ich die Halbedelstein-Amethyst. Amethyst reinigt die Räume. Sogar bei Hautreinigung wird Amethyst empfohlen, aber reinigt auch unseren Gedanken, dass wir klare Gedanken haben und das brauchen wir bei jeder Entscheidung. Amethyst stärkt auch unsere Intuition und unsere Träume. Kommen wir zu neuen Ideen. Wir sollen Amethyst mit fließendem, lauwarmen Wasser entladen und oder mit Hämatit entladen, das geht auch, und mit Mondenergie aufladen. Amethyst sollen wir nicht mit Sonnenkraft aufladen, sonst verliert die Farbe. Und wenn wir mit Mondkraft aufladen, dann wird das auch wie ein Amulett. Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Schütze. Und wir können mit dieser Mondenergie, diesem Halbedelstein Amethyst aufladen und das vermittelt die Schütze-Eigenschaften. Höhere Ideale, höhere Ziele oder Erkenntnisse gewinnen über etwas, ein höheres Wissen, etwas zu verstehen. Oder die Bewegung, dass es alles in Bewegung kommt. Die Tierkreiszeichen Schütze ist beweglich. Oder wenn wir vorhaben, Sport zu machen oder etwas in Bewegung setzen, da eignet sich auch dazu. Auch zum Reisen oder Ausland, ausländische Kontakte. Und es ist jetzt gerade die Mondenergie, was wirkt und können wir mit diesem Energie, diesem Halbedelstein Amethyst aufladen. Dass wir Erkenntnisse gewinnen, etwas in Bewegung setzen können und natürlich bei Reisen und Ausland, aber auch bei Studium, auch bei Wissen. Mond bekommt einen Einfluss von Sternbild Schlangenträger. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, Schüler von Chiron. Der große Heiler. Die Geschichte dazu ist folgendes. Es gab einen Königssohn und dieses Kind ist im Honigtopf gefallen. Asklepios musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte der Heilkräuter in sich, der andere Schlange die Gift in sich. Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt dieses Kind? Mit dem Heilkräuter oder mit dem Gift? Es ging um Leben und Tod. Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind gerettet. Er hat mit dem Heilkräuter geheilt. Und diese Geschichte hat uns eine symbolische Bedeutung, dass wir immer überlegen sollen, wie treffen wir
unsere Entscheidungen. Das kann wichtig sein. Diese Geschichte erzählt aber noch etwas anderes. Was kommt entgegen? Ist das die Gift oder die Heilkräuter? Wenn wir alles glauben in unserem Leben, dann sind wir ein Kind. Und fallen wir in einen Honigtopf, weil eine Lüge kommt immer Honig süß verpackt. Und so ist es wichtig, dass wir Gedanken machen, unserem eigenen Gedanken machen. Natürlich können wir Austausch haben, Gespräche führen. Es gibt auch schöne Einflüsse, schöne Gespräche. Das ist das Heilkräuter. Aber immer unterscheiden, was ist richtig, was ist nicht. Und das ist die Botschaft und das, was die Mondenergie auch vermittelt gerade. Und weil wir momentan in einer Wandlung befinden und es geht in eine andere Richtung, das kann auch passieren, dass das auslöst die Einflüsse von außen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt, die Sonne beleuchtet die Zwillinge gerade und das sollen wir auch sehen. Sonne bedeutet auch Auge, das Licht. Was vermittelt die Zwillingsenergie? Castor und Pollux. Pollux ist das Göttliche, Castor ist das Menschliche. Und die beiden sind aber unzertrennlich. Die sind miteinander verbunden. Und das symbolisiert der Weg zu dem Göttlichen. Der Weg zu unserem höheren Bewusstsein. Und das ist eine Verbindung da. Also das sollen wir alle jetzt gerade wahrnehmen, von den Zwillingen etwas lernen. Die Zwillinge vermitteln auch Kommunikation, Gespräche, auch Luftelement. Und die Sprache wird durch die Luft übertragen. Aber dieses Luftelement vermittelt auch Leichtigkeit, Neugier. Es ist so vieles zum Entdecken in unserer Welt. Und das, was die Zwillinge gerade vermitteln, das, was die Sonne beleuchtet gerade. Und wie wirkt das auf dem Zwillingsgeborenen selbst? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Natürlich bedeutet das für die Zwillingsgeborenen ein Aufstieg ins Licht, sehen, gesehen werden, etwas ins Licht zu bringen oder die Wahrheit. In der Liebepartnerschaft nehmen die Zwillingsgeborenen die Gefühle wahr. Was die Kraft betrifft, das haben die Zwillingsgeborenen gerade, Kraft und Mut. Natürlich kann das auch einer männlichen Person bedeuten, was gerade Unterstützung gibt oder Glück in die Liebepartnerschaft. Die Gespräche laufen noch im Verborgenen, aber die Zwillingsgeborenen spüren das oder sie können hinter den Kulissen schauen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, und es ist eine schöne, fließende Liebesenergie. Die Träume, die Visionen, die Sehnsüchte, das vergrößert sich alles, das ist intensiver. Und bei rückläufiger Jupiter, was auch wirkt auf diesem Liebesenergie, kann natürlich auch bedeuten, dass kehrt die Vergangenheit zurück. Eine bestimmte Person von der Vergangenheit und ist wieder die Verbindung da oder eine Versöhnung oder die Erinnerungen, spürt man das auch. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch eine Aufgabe und es ist eine wichtige Lebensaufgabe, weil hier spielt die Karma eine große Rolle. Und das bedeutet Erinnerungen, karmischen Erinnerungen, ein Bereich, wo die Löwengeborenen Meister sind, weil das haben schon früher, in früheren Leben schon getan, gemacht, also meisterhaft. Und das meldet sich wieder, diese Erinnerung. Und viele Löwengeborenen bekommen diesen Impuls, die Suche nach ihren wahren Berufung oder ein Hobby, eine Aufgabe. Aber nicht nur Beruf, Berufung, Hobby wirkt das, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft.
worauf die Löwengeborenen achten sollen. Wo setzen sie ihren Kraft ein? Das darf nur eine Richtung gehen. Wenn es zu viel ist, verlieren die Löwengeborenen die Kraft und fühlen sie sich müde und erschöpft. Dann brauchen sie auch einen gewissen Rückzug und es dürfen die Löwengeborenen auch erlauben, mal sich ausruhen, mal nichts tun. Nichts tun ist oft auch viel getan, weil da schöpfen wir die Kraft, wenn wir zur Ruhe kommen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben auch diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie. Sie wissen aber noch nicht, wo sollen sie das einsetzen oder wie sollen sie sich das einsetzen. Entweder ist noch Zweifel oder Unsicherheit spürbar oder sie wissen noch die Richtung nicht, aber dann lieber abwarten, bis ein Impuls kommt von außen und dann können sie aktiv sein. In die Liebepartnerschaft haben die Jungfraugeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist auch so ähnlich. Sie haben auch das Gefühl, sie müssen etwas in Tat umsetzen. Und sie haben tolle Ideen, originelle Ideen. Nicht nur die Wagengeborenen, sondern auch die Wassermanngeborenen. Und die Wagengeborenen suchen einen Kanal. Soll es ein Hobby sein oder soll ich das beruflich umsetzen? Wo setze ich meine Kraft, meine Energie ein? Die Idee ist da und es ist großartig. Aber vielleicht beobachten die Richtung, weil da dreht sich etwas. Auch darauf achten, welche Einflüsse, welche Impulse kommen von außen. Dann so die Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sich im Arbeitsbereich etwas beengt. Sie haben das Gefühl, es geht nicht voran oder bekommen zu wenig Anerkennung und sind sie unzufrieden im Arbeit. Natürlich kostet das Kraft und Energie oder ist es zu anstrengend momentan im Arbeitsplatz. Leider leidet auch die Gesundheit darunter. Die Skorpiongeborenen fühlen sich gerade gekränkt und müde, erschöpft. Wo sie aber Glück haben, sehr viel Glück, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und auch die Träume, die Visionen. An ihren Glauben, daran zu glauben. Und dann geht es auch voran, geht es auch besser, weil das befreit auch. Und genau das brauchen die Skorpiongeborenen, gerade diese Befreiung, Luft zum Atmen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen, bewegt sich einiges momentan und kleinere Veränderungen sind möglich. Thema ist auch Liebe, Partnerschaft, ist auch ein wichtiges Thema. Und sie werden jetzt gerade ihren inneren Unsicherheit überwinden. Und die Schützengeborenen sind jetzt gerade sehr mutig, haben auch tolle Ideen, das zu verwirklichen. Das kann Sport sein, Bewegung, eine Reise, berufliche Pläne. Und da setzen sie ihren Kraft ein. In die Liebe, Partnerschaft ist ein wichtiges Thema, aber da kommt eine gewisse Unsicherheit. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben etwas verabschiedet, von etwas befreit. Und jetzt kann kommen dieser Wandel, diese Veränderung. Es dreht sich etwas, geht auch in eine andere Richtung. Und die Steinbockgeborenen spüren diese Veränderung, diese Wandlung. Sie sollen das wirklich wie ein Tanz betrachten, nicht zu eckig, nicht zu schwer, sondern mit Leichtigkeit, mit einer Eleganz übersprungen in eine neue Phase, für einen Neuanfang. Eine neue Energie entsteht gerade hier. Und mit dieser neuen Energie kommen auch Neuigkeiten, Veränderungen. Aber das soll mit Leichtigkeit passieren. Und die Steinbockgeborenen haben Wünsche, Sehnsüchte und sie lernen gerade das zum Leben. Liebe, Partnerschaft ist ein sehr wichtiges Thema, aber dann braucht man die Gleichgewicht, dass es nicht einseitig ist, Gefühle, Interesse zeigen, ein Entgegenkommen, das auch annehmen, darauf achten, dass das immer im Gleichgewicht bleibt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Kraft und Mut, etwas beruflich zu verändern.
Und kommen auch diese Veränderungen, weil sie haben großartige, originelle Ideen und sie werden jetzt beruflich umsetzen. Also beruflicher Erfolg haben die Wassermanngeborenen. In der Liebepartnerschaft fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Die Gespräche laufen auch nicht so gut, weil niemand hört zu, ist schwierig, die anderen zu überzeugen. Aber die eigenen Ideen, das können die Wassermanngeborenen wunderbar umsetzen und es führt auch zum Erfolg. Eine Reise oder Kontakte im Ausland hat auch eine Bedeutung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben eine Liebesenergie, auch eine Heilenergie. Liebe heilt auch. Nicht nur den eigenen Bereich, sondern sie werden sich um anderen kümmern. Sie sind aktiv mit ihren Gefühlen und sie haben tolle Visionen und sie werden intuitiv handeln. Und es ist eine sehr schöne, starke Liebesenergie, was auch die Fischengeborenen spüren. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Die Kraft ist da, der Mut ist da, auch die Ideen. Da bewegt sich einiges. Jetzt geht es richtig voran. Es dreht sich alles und das erleben die Wiedergeborenen gerade in beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind etwas zurückhaltend. Aber das ist gut so. Weil sie schauen in die Tiefe und sie werden etwas gründen oder etwas gründlich anschauen. Die Gespräche sind immer noch im Geheimnissen. Entweder wird nicht alles erzählt oder werden die Stiergeborenen noch schweigen, was sie vorhaben, oder die Zeit ist noch zu früh, das zu verkünden, weil sie möchten etwas noch untersuchen. Sie schauen in die Tiefe. In die Liebepartnerschaft haben die Stiergeborenen Glück. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Wie funktioniert es? Das sind E-Mails-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.